Was für ein traumhafter Tag. Also letztes Mal habe ich ja das Video genannt, ein Bikerparadies im Durotal. Ist es auch? Aber das hier ist noch geiler gewesen irgendwie. Hallo, ich bin der Ruti. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise und gerade befinde ich mich in Guimarães in Portugal. Und heute geht es für mich ein kleines Stückchen weiter noch nach Norden an die spanische Grenze. Im Moment sieht es ganz gut aus. Vor 5 Minuten sah es aus, als würde es anfangen zu regnen. Mein Moped ist fast aufgeladen und ich bin bereit für die Abfahrt. Bevor ich losfahre, wollte ich nochmal die Motorradexperten was fragen. Und zwar geht es wieder mal um meinen Reifen. Und den Vorderreifen habe ich ja jetzt schon seit 18.200 Kilometern drauf. Und ja, beim letzten Mal habe ich ja schon rausgefunden, dass es okay ist, wenn er noch nicht ganz glatt ist. Allerdings haben manche von euch gesagt, dass es im Regen das Probleme geben könnte. Vielleicht kann der ein oder andere Experte noch mal was dazu sagen, wie das denn ist mit Regen und abgefahrenen Reifen. Weil ich nicht weiß, ob das jetzt was ausmacht. Weil ich meine, diese Stollenreifen haben ja trotzdem noch mega viel Profil. Der ist halt einfach alt. So, Action. So, die erste Station ist Bom Jesus Kirche in Braga. Das ist eine berühmte Kirche hier mit so einem geilen Treppenaufgang. Es gibt hier eine ganz nette Aussicht. So, jetzt geht es zur zweiten Station des Tages, Viana do Castelo. An der Küste. So, und jetzt geht's auf zur dritten Station, und zwar nach Jerez, in den Jerez-Nationalpark. Das ist direkt an der spanischen Grenze. Jerez Nationalpark ist hier im nordspanischen Grenzgebiet und es ist wieder ganz anders als das Durotal. Hier ist es richtig gebirgig. Es gibt hier zwar auch noch Wein und so, aber ja, könnt ihr euch selbst ein Bild machen, dass es hier anders aussieht.
dem Wetter habe ich mega Glück gehabt. Es ist zwar nicht so weit weg, ich bin jetzt irgendwie 160 Kilometer oder so gefahren, aber ich habe diesen riesen Schlenker gemacht. Jedenfalls ist hier keine Wolke am Himmel. Kaum Leute, ab und zu fährt mal jemand vorbei, aber Hammer, Aussicht und Sonne, ja, ich fahre jetzt noch eine Stunde hier durch den Nationalpark und die Straße ist auch richtig schmal, man sieht das ja gar nicht so immer in der GoPro oder weiß nicht, im Osmo Pocket, das ist auch ein bisschen weitwinklig, aber es macht richtig Bock. Angekommen in Jerez und ich bin im Selina Hostel Hotel. Das sind hier 10 Betten, aber ich habe es wieder mal für mich alleine. Und es ist geil. Selbst wenn hier Leute wären, ich zeig's mal, wie ich es am liebsten habe. Da sind Steckdosen, Licht, so ein Schrank dabei im Bett und man kann halt das vor zumachen. Ist top. Was die ganz hohe Schule ist von Hostels, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist sehr selten und zwar eine Steckdose in einem abschließbaren Schrank. Das heißt, man kann laden und seine Sachen einschließen dabei. Das ist richtig geil. Ja, brauche ich jetzt nicht, dass ich allein im Zimmer bin, aber geil ist trotzdem. So, schönen guten Morgen. Ich habe jetzt eine Nacht hier in Jerez übernachtet. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist es nicht so schlimm hier. Deswegen bleibe ich noch einen Tag hier. Den Extra-Tag habe ich genutzt, um mein Moped ein bisschen zu pflegen. Also es ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Und es gibt schon einige Schrauben und so, die Rost angesetzt haben. Und ja, ich habe jetzt alles mal, jede einzelne Schraube, die ich finden konnte, mit WD-40 eingesprayt, das einwirken lassen und dann abgerieben. Es sind halt auch so Korrosions... Es ist kein Rost, aber so ein bisschen, wie es nicht so korridiert, das kann man dann mit WD-40 wieder abkriegen. Und dabei habe ich festgestellt, dass bei meinen Taschen, aber nur auf dieser Seite, also die große Tasche, die wo nicht der Auspuff ist, die Befestigungsschrauben total locker waren. Also die haben so gewackelt.
ja, habe ich jetzt mal wieder angezogen. Dürfte jetzt mal wieder halten. Jetzt gönne ich dem Bike und mir noch eine kleine Pause. Und dann werde ich es noch mal ein bisschen trocken fahren und checken, ob alles okay ist mit Bremsen und so weiter. Und ja, dann war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und ich kann schon mal ankündigen, dass ich wieder in den Süden fahren werde. Und zwar auf einer ganz besonderen Strecke. Ciao. Im letzten Video habe ich ja meinen GoPro-Stabilisator gezeigt und gesagt, dass der Schrauben verliert. Und da hat Peter30 kommentiert, dass er mit seinen GoPros keine Stabilisatoren extra braucht. Und ich habe gedacht, das wird zu doll vibrieren und dass das die GoPro nicht stabilisieren kann. Aber er hat gesagt, das geht. Und ich habe es dann direkt mal ausprobiert. Und ich wollte die GoPro natürlich dann gleich ein bisschen fordern und bin hier schön auf Kopfsteinpflaster gefahren. Aber wie man sieht und zu meiner Überraschung, stabilisiert die das tipptopp. Und das ist nur die GoPro 5. Die neueren stabilisieren das natürlich noch viel besser. Ja, was es halt nicht macht, sind diese Ausgleichsbewegungen, ne, die der Stabilisator macht, dass man dann sieht, dass das Motorrad sich neigt oder so. Oder eben so Fahrten. Aber gut, ich habe eh noch die GoPro 4, die hat keinen Stabilisator, also deswegen brauche ich den extra Stabilisator sowieso. Aber Peter30 hat recht gehabt. Es stabilisiert es tipptopp. Hätte ich nicht gedacht.